Fahrer, weißt du, der Fahrer da ist nicht mehr, aber. Aber der Haller kann ich mal. Das ist der Haller, der ist der Haller. Ah, die geile Frau, da ist einer. Thank you.
Wir befinden uns hier in Welzheim, Breitenkirchen, im Gewerbegebiet Reizwiesenstraße. Kurz nach 7 Uhr heute Vormittag wurde gemeldet, dass in einem Unternehmen hier, das Kunststoff verarbeitet, eine starke Rauchentwicklung feststellbar sei. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr, kurze Zeit später, stand die Betriebshalle bereits annähernd im Vollbrand. Eine weitere Brandausbreitung konnte verhindert werden, allerdings ist die Werkhalle fast gänzlich abgebrannt. Was durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden konnte, war ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude im direkten Umfeld. Es kam in der Endphase des Einsatzes zu einer starken Rauchentwicklung durch den verbrennenden Kunststoff, die über unbebautes Gebiet, über den Wald Richtung Wieslauftal abzog. Auch in Rudersberg im Wieslauftal war eine Geruchsentwicklung oder Geruchswahrnehmung feststellbar. Das Messfahrzeug des Rhein-Sieg-Kreises hat entsprechende Schadstoffmessungen vorgenommen. Bisher konnten noch keine erhöhten Schadstoffkonzentrationen festgestellt werden. Die Messarbeiten gehen aber im Moment gerade noch weiter und es wird das gesamte Umfeld nochmal oben genommen und ausgewertet. Die Firma macht in der Hauptsache Kunststoffrecycling, also Altkunststoffe sortieren und aufbereiten, schreddern und wieder als Rohstoffe zur Verfügung zu stellen. Wir sind im Moment gerade mit über 100 Einsatzkräften der Feuerwehren aus Welzheim, Alfdorf, Schondorf, Weiblingen und mit dem Strahlenschutzfahrzeug und Atemschutzgerätewagen des Landkreises sowie dem Messfahrzeug des Landkreises hier im Einsatz. Im weiteren Verlauf, das Gebäude ist teilweise eingestürzt, weil es eine reine Stahl-Skelettkonstruktion ist. Ist aufgrund der Hitze dann teilweise eingestürzt. Das werden wir jetzt mit einem Bagger, hier ist ein örtliches Baggerunternehmen, der Inhaber des Unternehmens ist selber auch Mitglied der Feuerwehr Welzheim, der wird jetzt mit seinem Bagger anfangen, Teile des der Metallausverkleidung und des Metalldachs mit dem Bagger auf die Seite zu rollen, dass wir besser an die Glutleister rankommen und die dann gezielt ablöschen zu können. Wir werden sicherlich noch bis in den späten Nachmittag oder in den frühen Abend vielleicht hier an der Einsatzstelle natürlich auch mal beschäftigt sein. Danach wird sich mit Sicherheit auch noch eine Brandwache anschließen, weil es immer wieder zu aufflackernden Glutleistern kommen wird, die wir dann gezielt ablöschen. Thank you.
vielleicht nachher das Dach richtig mit dem Schaum laufen. Thank you.